diesem Planeten atmen alle Lebewesen. Alle. Vor allen Dingen natürlich diejenigen, die an der frischen Luft sind. Und hier stehen zwei Lebewesen, die atmen. Ein Baum und ich. Der Baum atmet auch, in der Tat. Er nimmt was auf. Er nimmt alles Mögliche an Mineralstoffen auf. Er nimmt aber auch Licht auf. Und durch die Lichtaufnahme erzeugt er genau den Stoff, den ich brauche, damit ich Ihnen alles das erzählen kann, was ich Ihnen gerne erzählen möchte, wenn es um die Atmosphäre geht. Er erzeugt nämlich über einen Prozess, den man Photosynthese nennt, aus Sonnenlicht freien Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff, den atme ich jetzt, na gut, jetzt nicht den. Wir atmen natürlich alle den Sauerstoff ein, den all die Lebewesen auf diesem Planeten, die mit Photosynthese beschäftigt sind, erzeugen. Wir leben auf dem Boden eines Luftmeeres. Dieses Luftmeer nennt man Atmosphäre. Es ist also eine Kugel, die um die Erde herum liegt, quasi eine Schale um die Erdkugel herum. Und die besteht zu 79% aus Stickstoff, knapp 21% aus Sauerstoff. Dann gibt es noch Wasserdampf. Den kann man zum Beispiel ziemlich gut sehen, wenn man sich die Wolken am Himmel anschaut. Da sieht man das Wasser, was sich da nieder, was da kondensiert. Ein bisschen Kohlendioxid, was ja anwächst, und Methan. So, das ist die Erdatmosphäre. Die Erdatmosphäre hat ein Gesamtgewicht von ungefähr 1/1000000stel der Erdmasse. Also es ist wirklich winzig. Es ist wirklich winzig. Das ist fast nichts. Und wir leben auf dem Boden dieses Luftmeeres. Jetzt atmen Sie noch mal richtig durch. Das ist nämlich was ganz Besonderes. Die Aufnahme dieser Moleküle, die in der Luft stecken und die uns sozusagen am Leben halten, das ist was außerordentlich Bemerkenswertes. Ich weiß nicht, ob Sie es merken, aber wenn Sie richtig einatmen, dann nehmen Sie ja jede Menge Sauerstoffmoleküle auf. Natürlich auch Stickstoffmoleküle, aber Stickstoff macht mit uns nichts. Sauerstoffmoleküle. Und Sauerstoffmoleküle, die werden in uns ja verarbeitet. Wird ja vom Blut aufgenommen. Jetzt stellen Sie sich mal für einen winzigen Moment vor, die Sauerstoffmoleküle hier in der Luft wären so wie Sie. Mal gut gelaunt und mal schlecht gelaunt. Natürlich auch so wie ich. Und nehmen wir an, manchmal würden sich die Sauerstoffmoleküle mit unserem Blut verbinden und manchmal nicht. Das wäre eine Katastrophe. Also worüber ich erzählen werde, sind die Naturgesetze, die die Atmosphäre regulieren. Da gibt es zum Beispiel die allererste Frage, die sich sofort stellt, die sich die Gallier zum Beispiel bei Asterix schon gestellt haben. Hoffentlich fällt uns der Himmel nicht auf den Kopf. Also die Frage wäre, warum fällt er uns eigentlich nicht auf den Kopf, der Himmel? Es ist ja nicht weit bis zum Himmel. Ich werde Ihnen nachher noch erzählen, wie die Atmosphäre aufgebaut ist. Ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten. Also bis zum Himmel sind es nur wenige 10 Kilometer. Und dann fängt schon quasi der Himmel an. Also das geht ruckzuck. Nun, womit haben wir es jetzt eigentlich zu tun? Warum hat unsere Erde eigentlich eine Atmosphäre? Und warum fällt sie uns nicht auf den Kopf? Nun, die Atmosphäre, also dieses Luftmeer, an dessen Boden wir leben, die Atmosphäre hat etwas mit der Masse eines Körpers zu tun. Nur ein massebehafteter Körper kann tatsächlich eine Atmosphäre haben. Dass die Erde diese Atmosphäre hat, liegt an ihrer Masse und an ihrer Geschichte. Ein Körper mit wesentlich weniger Masse kann nichts halten, also kann eine Atmosphäre nicht halten. Nehmen wir zum Beispiel den Mond. Der Mond hat ein 1/80 Erdmasse. Der kann nichts halten. Also was immer an Gasen aus dem Mond herausgekommen ist, er hat sie nicht halten können, das ist entwichen. Woran liegt das? Nun, die Teilchen in der Atmosphäre haben eine gewisse Geschwindigkeit. Wenn sie zum Beispiel aus dem Innern eines Körpers herauskommen, da kann ja heiß sein im Innern, dann kommen diese Moleküle da raus, haben eine gewisse Geschwindigkeit. Und wenn die Geschwindigkeit dieser Teilchen hoch genug ist, dann sind sie weg. Man spricht dann von der sogenannten Entweichgeschwindigkeit. Also das Entweichen von Material, das liegt natürlich an der Masse, die der Körper hat. Ein schwerer Körper hält mehr Material an sich als ein leichter Körper. Ganz einfach. Also die Erde mit ihrer einen Erdmasse ist offenbar ein kontinenter Körper. Er kann was halten. Der Mond ist inkontinent. Wenn er jemals eine Atmosphäre gehabt haben sollte, dann war die sofort fort. Es gibt andere Planeten, die haben auch keine Atmosphäre. Also auf jeden Fall, summa summarum, die Atmosphäre ist eine Reaktion darauf, dass ein Körper Schwerkraft besitzt. Die Schwerkraft hängt mit der Anzahl der Teilchen zusammen, die sich in einem bestimmten Volumen versammelt hat. Also mit der Masse. Punkt. Also die Schwerkraft ist dafür zuständig, dass ein Planet eine Atmosphäre hat. Jetzt müssen wir uns das noch klären, woher die überhaupt kommt. Und dann werden wir auch verstehen, warum sie uns nicht auf den Kopf fällt.
Woher kommen die Gase, aus denen die Atmosphäre besteht? Da bin ich schon beim Punkt. Atmosphäre, die Atmosphäre eines solchen Körpers besteht eben nicht aus Metall, das würde sofort wieder runterfallen, oder aus irgendwelchen anderen Geschichten, sondern aus Gasen. Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, das sind Gase. Und aus Wasserdampf. Methan habe ich noch vergessen. Aber Wasserdampf ist natürlich hier in der Gasphase. Wenn der Wasserdampf kondensiert in der Höhe, dann wird er zu Wasser wieder. Erstmal wird er so richtig schön zum Nebel und dann wird er zu Wasser. So, wo kommt das jetzt alles her? Nun, die Gase kommen offenbar aus dem Körper heraus, um den herum die Atmosphäre sich versammelt. Es ist richtig ausgegast. Und dann können zwei Dinge passieren. Wenn da nicht ständig Material nachgeliefert wird, also ständig Gase nachgeliefert werden, dann kann es auch sein, dass ein Planet, obwohl er genügend Masse hat, gar keine Atmosphäre mehr besitzt. Weil zum Beispiel die Atmosphäre, wenn der Planet nämlich zu kalt war, und da sind wir beim Punkt, wenn es zu kalt ist, dann fällt das alles ziemlich tief runter. Und dann kann möglicherweise die Atmosphäre wieder komplett verschwinden, wird im Gestein verarbeitet, das war's, aus. Aber hier ist es ja nicht so. Wir, ich meine, man muss sich jetzt nicht doof staunen, aber man kann ja mal sagen, wir leben ja in den paradiesischen Zuständen auf einem Planeten, der angenehm warm ist. Und das ist der Grund, weshalb uns die Atmosphäre eben nicht auf den Kopf fällt. Die Atmosphäre, in der wir leben, ist ein Ausdruck für das Wechselspiel von Druck und Schwerkraft. Der Druck kommt dadurch zustande, dass dieses Luftmeer aufgeheizt wird. Durch was? Naja, durch unsere nahe Bekannte, hätte ich fast gesagt, durch den Mutterstern im Sonnensystem, die Sonne, im Stern 150 Millionen Kilometer von uns entfernt, der heizt die Erdatmosphäre auf. Es gibt zwar auch ein bisschen Erdwärme, also das, was im Innern der Erde sich durch radioaktive Elemente bzw. durch andere Wärmequellen freisetzt, aber im Großen und Ganzen ist die Sonne diejenige, die die Atmosphäre aufheizt. Und dadurch, dass die Atmosphäre aufgeheizt wird, die Einzelteilchen, die Moleküle also, eine gewisse Geschwindigkeit haben, ergibt sich ein Druckgefälle. Das heißt, je näher man am Erdboden dran ist, umso höher ist der Druck. Und je weiter man wegkommt, umso niedriger ist der Druck. So sieht's aus. Also, womit haben wir es denn dann zu tun? Wir haben es also mit einer geschichteten Atmosphäre zu tun, die nur deswegen geschichtet ist, weil die Gravitation, die Schwerkraft in der Nähe des Körpers stärker ist als weiter weg. Das erst mal grundsätzlich dazu. Jetzt wissen wir schon mal, warum uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Er kann nämlich nicht. Auf jedem Kubikmeter Erde lasten eben 1,3 Kilogramm Material. Also schon richtig was drauf. Merken Sie es? Manchmal merkt man es, aber nicht wirklich. Wir sind stark genug, um uns gegen den Druck der Atmosphäre zu wehren. Gut, dann haben wir das. Wir sind hier am Boden des Luftmeers. Ich habe ja schon gesagt, die Atmosphäre schichtet sich in verschiedene Bereiche. Da gibt es zunächst einmal die Troposphäre. Das sind so die unteren 10, 12 Kilometer, je nachdem, wo man ist, auf der Erde. 10, manchmal sogar bis 17 Kilometer hoch. Und in der Troposphäre wendet sich alles. Das ist das Gebiet, in dem das Wetter stattfindet. Das Wetter, das ist das, was eben hin und wieder passiert. Und zwar andauernd. Das ist nicht das Klima. Klima ist das über 30 Jahre gemittelte Wetter. Das Wetter ist das, was aktuell an einem bestimmten Platz in der Atmosphäre passiert. Die Wolkenbildung, die Regenbildung und so weiter und so weiter. Das ist das Wetter. Das passiert in der Troposphäre. Die Troposphäre ist also, habe ich ja schon gesagt, teilweise ganz unterschiedlich dick. An den Polen, an den Nord- und Südpol, da ist es ja kälter. Das heißt, die Luft dort sinkt, weil der Druck ist geringer. Das heißt, die Troposphäre ist niedriger. Am Äquator, da haut die Sonne richtig drauf, es ist heißer, ist die Troposphäre dicker. Die Troposphäre wird nach oben durch eine Grenzschicht übrigens abgegrenzt. Die Luft kann nicht höher steigen, kaum höher steigen, als eine Grenzschicht, die nennt man Tropopause. Das ist also eine Grenzschicht. Oberhalb von der Tropopause beginnt die Stratosphäre. Jetzt kommen wir nochmal in die Troposphäre zurück. Je weiter man nach oben kommt, umso kälter wird's. Das geht also an der Tropospause bis minus 60 Grad Celsius. Da wird's richtig kalt. Und dann passiert was Komisches. Über der Tropopause liegt die Stratosphäre und in der Stratosphäre, da steigt die Temperatur wieder an. In der Stratosphäre steigt die Temperatur wieder an. Das heißt, da muss was passieren. Stichwort Naturgesetze. Irgendetwas muss dort oben an Energie hineingefüttert werden, damit das dünne Gas in der Stratosphäre, denn wir kommen ja in die Höhen, bis 60, 70 Kilometer hoch, das muss dann heißer werden. Woher kommt die Energie? Ganz einfach. Ozon. Da oben in der Stratosphäre ist die Ozonschicht. Ja. Die Ozonschicht, die absorbiert nämlich die ultraviolette Strahlung der Sonne. Und das ist die Energiequelle für den Temperaturanstieg in der Stratosphäre. Teilweise bis auf Bodentemperatur geht das wieder hoch.
Und dann kommen oberhalb der Stratosphäre, kommen dann Mesosphäre, Exosphäre und dann ist man praktisch schon direkt im Weltall. Dazwischen gibt es noch eine Ionosphäre, aber das ist nicht das, was uns Menschen wirklich betrifft an der Atmosphäre. Zumindest nicht vor der Hand. Was uns betrifft, ist die Troposphäre, da, wo das Wetter gemacht wird, da, wo die Massen, die Luftmassen hin und her gewendet werden. Deswegen Tropos, ich habe es ja schon gesagt. Also was passiert hier unten? Na, jetzt kann man es natürlich so sehen, wir können sowas wie Mikroklima betrachten. Also, oder Mikrowetter, Vorsicht, ne? Mikrowetter. Wie ist das Wetter hier so? Nun, wir sind hier in den Bayerischen Alpen. Das heißt, wir haben es natürlich hier mit Aufströmungen zu tun. Dadurch, dass die Luft erwärmt wird, steigt sie auf. Und sie steigt natürlich besonders auf, wenn also auch noch jede Menge Bodenprofil da ist, was sie dazu zwingt, aufzusteigen. Und das ist natürlich typischerweise beim Gebirge der Fall. Aber so weit will ich gar nicht ins Detail gehen. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, wie ist das Wetter auf der Erde insgesamt? Da gibt es ja Hochdruckgebiete und es gibt Tiefdruckgebiete. Also Grundregel Nummer eins ist, in die Tiefdruckgebiete saust die Luft rein, weil da ist ja der Druck niedrig. Ja? Das heißt, die Luft will da rein, treibt die Luft nach oben und das ist häufig mit Wolkenbildung verbunden. Denn die Luft, die von unten hochkommt, angefüllt mit Wasserdampf, steigt auf, dort oben ist es kälter. Und was passiert dann da oben? Es bilden sich Wolken, das Wasser kondensiert und möglicherweise, wenn es richtig schnell geht und die Luftmassen wirklich schnell bewegt werden, möglicherweise sogar noch Staub mit hochgebracht haben, dann können dann Gewitter entstehen. Also ein Tiefdruckgebiet ist immer was mit aufstrebenden Bewegungen nach oben begleitet. Hochdruckgebiet, ganz anders. Hochdruckgebiet heißt quasi, Luft kommt von oben und drückt unten den Druck zusammen. Deswegen ist der Druck da höher. Das heißt, wir haben es mit absteigenden Luftmassen zu tun. Mit anderen Worten, die kühle Luft von oben kommt in den Bereich der erwärmten Oberfläche und ein Hochdruckgebiet ist im Sommer zumindest immer mit niederschlagsarmen Bereichen verbunden. Wen haben wir denn hier? Sehen Sie mal an. Ein Mitbewohner, mit niederschlagsarmen Bereichen verbunden, also eigentlich immer mit schönem Wetter. Ne? Also das ist erstmal Hochdruck, raus unten, Tiefdruck, rein. So, das ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn die Erde sich nicht drehen würde. Und wenn die Erde nicht eine Tag- und Nachtseite hätte. Wenn alles gut wäre, wenn alles stabil wäre. Wir reden aber hier vom Wetter. Und wetterwendisch ist ja kein Wunder, dass es wetterwendisch ist. Das ist nämlich ein richtiges Nicht-Gleichgewichtssystem. Ja? Hochgradiges Nicht-Gleichgewichtssystem. Da gibt es auf der einen Seite den Bereich, der von der Sonne beschienen wird. Und da die Erde sich aber ja praktisch wie auf so einem Grill unter der Sonnenstrahlung wegdreht, ja, ist immer ein Bereich, der gerade abkühlt, ein anderer Bereich, der gerade aufgeheizt wird. Und durch die Drehung des Erdkörpers, passiert es eben so, dass die Luft eben gerade nicht sozusagen strahlenförmig radial aus einem Hochdruckgebiet rausströmt. Nee, sondern das wird abgelenkt. Durch die Drehung wird es abgetaucht, eine Kraft auf, die heißt Corioliskraft. Die lenkt die Luftmassen ab, sodass also auf der Nordhalbkugel ein Hochdruckgebiet sich immer im Uhrzeigersinn dreht und ein Tiefdruckgebiet immer gegen den Uhrzeigersinn. Auf der Südhalbkugel natürlich umgekehrt. Und dann kommt noch was dazu. Am Äquator, es ist viel wärmer als an den Polen. Also bewegt sich die aufgewärmte Luft am Äquator, steigt auf und wird eigentlich in Richtung Pol getrieben. Eigentlich. Fällt aber, das heißt, wir haben es mit Tiefdruckgebieten zu tun. Also am Äquator entstehen Tiefdruckgebiete, niederschlagsreiche Tiefdruckgebiete. So, die Luft da oben kühlt sich ab, fällt an einer anderen Stelle wieder runter. Und gleichzeitig gibt es große Luftbewegungen in einer gewissen Höhe von 30 Kilometer, die sogenannten Jetstreams, in dieser Höhe ungefähr, wo riesige Mengen an Luftmassen, die aufgewärmten wie die abgekühlten Luftmassen, hin und her getrieben werden. Das Wetter ist eine hochgradig, komplizierte und nicht lineare Angelegenheit. Das ist aber eigentlich egal. Es gibt so, wie heißt es so schön, es gibt so 7, 8 Phänomene, über die es sich lohnt zu reden. Das Wetter ist eines davon. Das Wetter, die Atmosphäre, das erlaubt uns erst auf diesem Planeten zu sein. Und deswegen ist es wirklich immer mal wieder ganz, ganz wichtig, tief durchzuatmen und sich dessen bewusst zu sein. Musik.